Er hat verschiedene Banken ausgeraubt, unter anderem Post in Embrach. Insgesamt 7 bewaffnete Raubüberfälle, inklusive Anklage und versuchten Totschlag. Die Staatsanwaltschaft wollte ihn für 12 Jahre hinter Gitter bringen. 9 Jahre hat er gekriegt. Nach 6 Jahren guter Führung ist er wieder rausgekommen. Und heute ist er Anti-Aggressionstrainer. Das hört sich ein bisschen wie ein Krimi an, ist aber das Leben von Rudi Szabo. Rudi, ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Guten Morgen miteinander. Rudi, fangen wir doch gerade bei der Kindheit an. Wie wird man kriminell? Ja, Kriminalität hat oft mit dem zu tun, wie man eben aufwachsen tut. Wenn man ein Gewaltbild vermittelt bekommt, wo, wenn Menschen hilflos sind. Bei mir hat es eigentlich angefangen, ich bin in Wien selber geboren. Meine Eltern hatten einen relativ schwierigen Start, obwohl sie sich sehr geliebt haben, sind sie schon in jungen Jahren auseinander. Ich war da unterwegs, meine Mutter alleinstehend mit mir und musste Geld verdienen und hat mich bei einer Tagesmutter unterbracht. Und die Tagesmutter hat mich dazu mal als 2-3-jähriges Kind misshandelt, weil ich bin ein Schreikind gsi. Ich habe meine Eltern vermisst und dann die Misshandlung hat darin stattgefunden, dass sie, weil sie 20 andere Kinder noch hat betreut, weil früher hat es nicht so eine fachliche, professionelle Ausbildung gegeben, sondern man hat einfach gesagt, ja, jetzt habe ich Kindhüter und für da bekomme ich ein bisschen Geld über. Und da ich die ganze Zeit gebrüllt habe und geschaut habe, hat die Frau mich im Keller runtergetan. Und meistens im dunklen Keller bin ich dann als kleines Baby dann dort unten gesessen und habe gebrüllt. Im eigenen Kot, im eigenen Urin bin ich da gesessen. Und mein Vater ist dann zurückgekommen und das Martyrium hat dann nach 1-2 Jahren hat dann endlich aufgehört, weil der Vater hat gesagt, hey, ich übernehme jetzt die Verantwortung und für die Familie. Hat mich gesucht und hat mich dann unten im Keller gefunden. Und nur schon das, wenn man eben so Misshandlungen erlebt hat als kleines Baby, wo man so hilflos ist, hat dann dazu verursacht, dass ich dann auch Verhaltensauffälligkeiten während der Kinderzeit entwickelt habe. Ich bin hyperaktiv gewesen, hatte Impulsstörungen gehabt und bin grundsätzlich sehr in mich eingezogen gewesen, ein Einzelgänger. Und der Vater war mit mir überfordert gewesen. In der Schule bin ich Pfeife gewesen, habe oft die Schule geschwänzt und weil mir es überhaupt nicht gut gefallen hat dort. Und mein Vater hat sich nicht anders geholfen, zu helfen gewusst, als mich zu verprügeln, weil so hat er es auch von seinem Vater erfahren. Wenn er nicht gespürt hat, dann auch nicht zu prügeln gehen. Und das ist mit mir dann eben auch passiert. Und wenn man eben mit so Gewalt aufwachsen tut, tut das auch innerlich eine Verzweiflung als Kind entwickeln, wo du versuchst, aus dem daraus rauszukommen. Und man tut sich Traumbilder zu, von einem hyperstarken Mann oder von Superman und so weiter. Aber mein Vater war auch ein sehr kräftiger gewesen. Und ich habe meinen Vater geliebt. Weil er war früher noch Baumaschinenmech gewesen und später Flugzeugmechaniker. Und dann hat er uns mitgenommen auf die in die Werft, wo die Flugzeuge in der alten Swissair geflickt worden sind. Und dann sind wir mit dem rumgekrochen, in diesen Flugzeugen, haben geholfen, da eben das Werkzeug mitzuschleppen. Da habe ich meinen Vater geliebt. Aber wenn er mich verprügelt hat, dann habe ich ihn gehasst. Genau. Du hast ja dann auch Kampfsport gemacht, hast du in deinem Buch geschrieben. Ja. Und du hast dann ein heftiges Erlebnis gehabt mit deinem Vater. Könntest du das kurz schildern? Ja, richtig. Ich habe mit 8 Jahren angefangen mit Judo. Später dann, eigentlich um ein Jahr, habe ich mit Jiu-Jitsu angefangen, dann Aikido. Aikido habe ich dann sehr lang gemacht. Da habe ich es dann geschafft bis zum zweiten Dan. Also das ist der zweite Meistergrad. Aber mit 14 habe ich den Brugurt gehabt, also ein Gurt vor dem Schwarzgurt. Und da hat der Vater mich wieder einmal verprügelt.
Und ich habe auch ganz schlimme Sachen gemacht. Ich habe Strafaufgaben sollen machen, habe die Strafaufgaben nicht gemacht. Und da hat dann der Lehrer meinem Vater angerufen. Nein, da hat der Lehrer verlangt, dass ich eine Unterschrift mache, von ihm bringe. Habe ich auch nicht gemacht, sondern ich habe seine Unterschrift gefälscht. Und das hat natürlich der Lehrer auch gemerkt. Und dann hat er meinem Vater telefoniert und gesagt, ja, ihr Bub, der geht da völlig aus dem Ruder. Und dann verprügelt er mich und als ich so am Boden liege und er auf mich eintrischt und mit den Füßen mir reingehen tut, da habe ich mir dann überlegt, so einen Hass bekommen. Und der Hass hat dann dazu geführt, dass ich dann eine Abwehrbewegung mit dem Fuß gemacht habe, wo er gerade ausgeholt hat und mir ins Füdle hat wollen einschlagen und er bricht sich dabei das Bein. Und für mich war das ein Erfolgserlebnis, weil er hat mich dann nie mehr geschlagen. Und wenn man sich vorstellt, wenn man die Kindheit so erlebt hat, wenn du verprügelt wirst und dann nachher aufs Mal nicht mehr, dann hat er bestätigt für mich als Kind oder anfangs Jugendlicher, okay, wenn du mit Gewalt dich wehren kannst, dann nachher kannst du dich durchsetzen. Also Gewalt ist schon früher das Thema in deinem Leben, ganz früh auch selber, eben dann sich können zu verteidigen. Du hast später dann eigentlich eine erfolgreiche Zwischenphase gehabt. Wir blenden hier ein Bild ein. Du hast 5 Kinder, bist verheiratet gewesen. Erzähl uns doch ein bisschen aus dieser Lebenssituation, so die erfolgreiche Phase von deinem Leben. Ja, ich muss noch ganz kurz noch ein bisschen ausholen. Die ganze Gewaltproblematik hat unsere ganze Familie ein bisschen befasst gehabt, weil ich bin ursprünglich ungarischen Ursprung vom Großvater her und im Ersten und Zweiten Weltkrieg ist der Großvater ziemlich unter die Räder gekommen und das hat unsere ganze Familie geprägt, weil der Großvater hat 11 Kinder gehabt, also mein Vater war der 12. gewesen. Und wir haben unter den Nazis gelitten, wie auch unter den Kommunisten. Und die Geschichte, die da geherrscht hat, das hat dann uns als Kind sehr geprägt. Und das habe ich mitgenommen. Mhm. Und mein Vater, also meine Eltern sind dazu mal als junge Eltern dann eben eingewandert in die Schweiz. Ich bin mit 7 dann in die Schweiz gekommen, bin dann da aufgewachsen. Mein Bild war sehr geprägt, eben, man kann sich mit Gewalt durchsetzen. Und die haben mir gesagt, ja, jetzt komme ich in ein junges Mannesalter und ich bin Schweizer geworden, weil ich da in der Schweiz aufgewachsen bin. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn da die Sowjets dazu mal kommen, dann will ich meine Familie rächen. Ich will ein Elitesoldat werden. Und so bin ich Grenadier geworden. Ich war dort so gut gewesen, bin ich topfit gewesen. Da, was heute unten ist, war früher noch ein bisschen weiter oben gewesen. Und ja, ich war wirklich ein Wahnsinnstier. Und wo dann der Militärdienst fertig war, ich hatte vorher noch eine Lehre auf dem Bau gemacht, dann habe ich Polierschule gemacht und dann lerne ich meine Frau kennen. Und Frauen haben eine ganz wichtige Funktion für uns Männer. Sie tun uns sozialisieren. Da kannst du nicht mit Muckis blöffen. Da musst du lieb sein, da musst du höflich sein. Du musst den Hof machen, der Frauen, du musst zärtlich sein. Das sind dann Sachen, wo du dich als Mann musst Mühe geben, damit du das Herz von einer Frau kannst erobern kannst. Und das war eine sehr glückliche Zeit für mich. Und aus dem heraus sind dann 5 Kinder entstanden. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe ein eigenes Baugeschäft aufgetan, wo ich mich spezialisiert habe auf Bauökologie, Baubiologie, wo dazu mal so Anfangs 90er Jahre ziemlich am Aufkommen war. Erfolgreiches Geschäft und gleich ist dann die Krise gekommen. Zum einen durch deine Frau, zum anderen aber auch in der Firma. Was ist dort passiert? Das war dann eben das Problem. Ja. So 1993, 1994 hat es eine Baukrise hier in der Schweiz, wo noch angefacht worden ist von den Banken, weil sie auch gerade alle Baugeschäfte, die nicht so Renditen abgeworfen haben, überprüft haben und dann verlangt haben, dass man den Kredit zurückzahlen tut oder das Darlehen. Und das habe ich natürlich nicht können. Ich hatte über 350'000 Schulden gehabt. Und da konnte ich nicht zurückzahlen in noch 3 Monaten. Und dann haben sie mir gesagt, ja gut, dann gehen Sie zu einer anderen Geschäftsbank.
Und dann hat niemand mich wollen, weil ich habe einen grossen Fehler gemacht. Ich war dazu mal gerade 33, 34 gewesen. Und in dem Alter, da ist man, ja, da ist man der Beste, der Schönste, der Coolste, ja, man kann alles. Und man hat eine gewisse Arroganz auch. Und für mich sind alle Schlipsträger und Buchhalter und Büropritzen sind für mich, habe ich immer abgewertet. Und wenn ich das Wort abwerten nehme, ist das etwas ganz Bewusstes, was ich dazu mal gemacht habe. Und zwar hat das mit meiner eigenen Kindheit zu tun. Die Misshandlung von der Tagesmutter, denn das Verprügeln vom Vater, hat bei mir eine Minderwertigkeit entwickelt. Man ist nichts wert. Wenn ich verprügelt worden bin vom Vater, hat er das auch noch gesagt, du bist nichts wert, du bist eine Schande, und er hat dann auf mich eingeprügelt. Und dadurch entwickelt man eine Minderwertigkeit. Und das bleibt einem das Leben lang, wenn man da nicht therapieren tut. Und so habe ich dann als junger Mann, also Vater, 33, habe das immer noch in mir drin gehabt. Auch da mit dem Militär. Ich will nicht das Militär schlecht machen. Es hat auch gute Seiten mit dem Militär. Man lernt Disziplin, man lernt Durchhaltevermögen. Das sind so Sachen. Und eine gute Sani-Ausbildung habe ich bei den Grenadieren auch noch bekommen. Das sind gute Dinge, die einem helfen. Das Problem ist aber, wenn man ein grosses Minderwertigkeitsgefühl hat, man versucht, sich eine Fassade aufzubauen. Eben, wenn man sagt, ist Schmucki, man ist stark, ich bin ein totaler Kämpfer. Und dann nachher lernst du bei den Grenadieren, ich bin ein Scharfschütz geworden. Ich war sehr gut im Scharfschütz. Ich war der beste, Jahresbeste. Als ich den Kurs abgeschlossen habe, hatte ich einen Sprengmeister, habe dann einen Haufen Spezialabzeichen bekommen, dann bin ich Unteroffizier geworden, habe einen Winkel bekommen mit dem Wachmeister und so weiter. Und das ist, da stehst du da, bist ein protziger Kerl. Aber das ist alles Fassade. Mhm. Ist alles nur aufpeppen von sich selber, aber da drinnen hast du immer noch das Gefühl gehabt, du bist nichts wert. Und dann, wo dann die Baukrise gekommen ist, ist eigentlich mein Versagen aufgekommen und mein Abwerten gegen die Buchhaltung, weil ich bin ein schlechter Buchhalter gewesen. Meine Buchführung war Katastrophe gewesen. Ich habe immer noch geglaubt, ja, du musst noch arbeiten, und dann kommt die Kohle schon rein, und dann kommt das von alleine laufen. Hättest du schon mal eine Rechnung schreiben müssen? Ja, ja. Und das Abwerten ist nur allein da, wenn jemand einen anderen Mensch abwertet, hat es mit dem immer mit dir selber zu tun, dann hast du selber ein Minderwertigkeitsgefühl. Mhm. Und jetzt ist es passiert, ich bin vor dem Scherbenhaufen gestanden. Und dann auch da, wo es gut gelaufen ist am Anfang, das Geschäft, das war wie ein Fundgut, ich hatte einen Haufen Aufträge. Ist das Problem, dann geht es gut. Und du orientierst dich nach der Geldmenge, aber die Minderwertigkeit tust du überdünken, indem du einen Haufen Kohlen um dich hast. Aber wo dann der Kohle gefehlt hat, ist dann wieder die Versagensgefühl, die Minderwertigkeit vorgekommen. Mhm. Und dann nachher hat man gestritten mit der Ehefrau, die ganze Zeit um Geld gestritten, die ganze Zeit. Und dann irgendwann hat sie sich da eine starke andere Schulter ausgesucht. Sie hat ein Hobby gehabt, Tanzen. Am Freitagabend war es immer Frauenabend gewesen. Und dann hat sie in einem Tanzverein ist sie gegangen, und dort hat sie andere Männer kennengelernt. Und da ist sie ein paar Mal fremd gegangen. Und da hat dann bei mir ziemlich viel ausgelöst. Und ja. Auch da, die Eifersucht, das ist immer ein Grund, tiefe Minderwertigkeitsgefühle. Mhm. Und wir haben dann mal eine Paartherapie angefangen, aber da hat sie sich abgelehnt gefühlt, weil sie hat auch eine sehr schicksalshafte Familiengeschichte. Mit 13 hat sie ihren Papa verloren und auch ihre Eltern haben sich ganz heftig gestritten die ganze Zeit. Und so hat sie eine Ablehnung gegenüber Sozialämtern und Psychologen gehabt, und dann hat das nicht funktioniert. Ja, irgendwann ist sie dann einmal ausgezogen, hat eine teure Attika-Wohnung gehabt und hat mir dann ein Blatt Papier zurückgelassen in der leeren Wohnung, wo drauf gestanden ist, jetzt musst du 6.200 Franken Alimente zahlen pro Monat. Ich bin vor einem Konkurs gestanden mit meinem Geschäft. 6.200 Franken, weil wir haben 5 Kinder hatten. Das Geld habe ich nie aufbringen können. Ich hatte noch 6 Mitarbeiter. Die Löhne hätte ich noch
fast nicht können zahlen. Und so bin ich immer mehr in Schwierigkeiten gekommen. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, ja, bringst du die Schlampe von Frau um, wenn die schon fremd geht. Aber dann habe ich ein kleines Quäntchen benutzt, habe ich noch gehabt, weil ich an der Zent denkt, was passiert mit dem Kind? Wenn ich die Mutter umbringe, dann ist sie tot, dann haben sie keine Mutter mehr und ich komme ins Gefängnis und dann haben sie auch keinen Vater mehr. Mhm. Und da habe ich das Kind nicht antun wollen. Und dann habe ich eben mein Findbild, und da wird ja auch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, Findbilder sind dazu da und ist auch immer meistens ein Beweggrund wegen Minderwertigkeit. Mhm. Wenn man Minderwertigkeitsgefühl hat, dann entwickelt man Findbilder. Bei unserer Politik oftmals mit der Fremdenfindlichkeit zu spüren und so weiter. Jetzt mein Findbild habe ich dann von meiner Frau dann gelenkt auf die Banken, weil die mir nicht geholfen haben. Und weil ich eine exzellente militärische Ausbildung hatte und weil man da als Grenadier lernt, halt Überfälle machen. Natürlich nicht auf Banken. Aber man hat das Handwerkzeug dann gelernt und dann habe ich das sehr professionell habe ich dann das vorbereitet. Aber der erste Überfall hat dann eben, wo du gesagt hast, ein Liebhaber von meiner Ex-Frau gegolten und der hat sich dummerweise dann versucht zu wehren und aufgrund dessen, weil ich ja kampftechnisch sehr gut drauf gewesen bin, habe ich einen Pakt auf den Boden gerührt, habe mich auf ihn geknüllt und habe dutzende Mal auf sein Gesicht eingeschlagen. Und damit er nicht schreien konnte, habe ich dann ein Betonkleppband aufs Maul getan. Und ja, habe ihn dann gefesselt und dann so zurückgelassen. Ich wusste, dass er einen Tresor hat, wo er einen Haufen Geld einmal drin hat. Und dummerweise hat er in dem Tresor ein paar wenige hundert Franken gehabt. Ja, okay. Schauen wir noch ganz kurz das Bild. Also so hast du ausgesehen 1995. Zu dieser Zeit hast du den Entschluss gefasst, kriminell zu werden. Eben hast du den Mann überfallen. Aber wieso wird man kriminell? Also ich meine, du hättest die Probleme vielleicht auch anders lösen können. Oder hast du keinen Ausweg mehr gesehen? Oder warum hast du dich entschieden, ich nehme Banken ins Visier? Also das ist eben der Zusammenhang mit meiner Grundaggression, die ich immer in mir drin hatte, weil ich nicht gelernt habe, Konflikte auf eine gute Art zu lösen. Klar, ich hätte einen Konkurs anmelden können, hätte dann können, wie Otto Normalbürger, seine Schulden, irgendwo einen Job annehmen müssen, Schulden abarbeiten. Aber aus der Verletztheit heraus, aus dem Gefühl, auch, du bist ein Versager. Du hast nicht einmal das Geschäft können führen, du hast nicht einmal, ja, du hast das Leben nicht im Griff, deine Frau geht fremd und so weiter. Du bist ein totaler Versager. Und da hat es bei mir Klick gemacht mit der Minderwertigkeit, die drin hat. Und dem Urmechanismus, mit Gewalt löse ich das Problem. Und eben dann, so habe ich mich dann entschieden, wie viele Kriminelle eben auch so sich entscheiden, aus der früheren Verletztheit, aus der eigenen Kindheit heraus, dass sie sich dann entscheiden, kriminell zu werden. Jetzt, du hast Banken überfallen, Post überfallen. Könntest du uns das ein bisschen schildern? Also weißt du, wir wollen heute Morgen etwas lernen. Dass wir das auch vielleicht, nein, dass wir uns das vorstellen können. Weißt du, was läuft da ab? Was passiert da? Was passiert mit Menschen, die da involviert sind? Ja, mal, ja. Also man stellt sich das einfach so vor, man geht in die Bank hinein, raubt das aus und geht wieder und tschüss und nichts passiert. Aber also ich empfehle jedem, nichts zu überfallen. Und ich will auch keine Anleitung geben, wie man das macht, aber du hast absolut richtig gesagt. Es sind immer Menschen involviert, die darunter leiden tun. Die werden Opfer von einer brutalen Tat. Und ich will da zwei ganz brutale, schonungslos, ehrlich aufzeigen, wie tief dass ich gesunken bin. Wie tief dass es ist, wenn man keinen Erfolg hat, wenn man sich als Versager fühlt, wenn man sich wehren will. Und da greift man dann zu Mitteln, wo wirklich monstermäßig sind. Und ein Überfall war in Hittnau, das ist im Zürcher Oberland. Und das war eine Kantonalbank und eine Post in einem. Und die habe ich vor ein paar Tagen vorher observiert, wie die dort den Ablauf haben. Und dann habe ich mich entschlossen, vom Hintereingang her einzugehen.
Und das war dann so, gewesen, dass dann, wir haben gewartet, das war im November, gewesen, dunkel, schon um 7 Uhr, immer um die 4 Abendzeit habe ich dann die Überfälle gemacht, wo es dunkel ist, wo du dich verstecken kannst, wo die Leute dich dann nicht sehen. Und dann ist dann die Türen aufgegangen, dann ist die Mutter mit zwei kleinen Kindern in einem kleinen Leiterwägeli dort rausgekommen, ein Postwagen ist gekommen, hat Päckchen gebracht und sie haben Päckchen mitgegeben. Und dann ist sie wieder reingegangen und ich bin dann vorgesprungen, bevor die Tür ins Schloss geschnappt ist, habe sie aufheben können. Mein Kumpel ist dann auch noch gekommen und dann sind wir reingedrungen. Und dann steht vor mir ein kleines Mädchen, etwa 5, 6 Jahre alt. Und dann packe ich das Mädchen an den Haaren und halte ihr eine geladene Waffe an die Schläfe. Und die Mutter hat dann mich angestarrt, ihren kleinen Bruder, der war ungefähr 3 oder 4-jährig, der schreit dann, springt dann zur Mami. Und die Mutter, die sinkt dann vor mir auf die Knie und fleht mich an mit zitternden Händen und Stimme: Bitte machen Sie nichts mit dem Mädel, bitte schiessen Sie nicht, bitte lassen Sie mein Mädel los, bitte. Und sie fängt an zu brüllen, der Lidschatten verschmiert sich, das Make-up verschmiert sich und sie fleht mich da zitternd an. Und ich stehe ganz kalt vor ihr und sage: Ich will nur das Geld. Mein Kumpel springt den Führer, geht zu einer Sicherheitstüre, wo man dann dort in den Kassenraum kommt und Safe-Raum. Und dort ist der Vater, hat dann den Schrei von seinem Bub gehört. Der taucht dort auf und dann sieht er mich, wenn ich seine Familie bedrohe. Und er hat dann von seiner Seite einen Sicherheitscode, dass dann die Tür aufgeht. Mein Kumpel ist dann zu ihm, hat dann den Tresor ausgeplündert und ist dann wieder rausgegangen. Wir haben immer abgemacht, dass wir nicht länger als 4 Minuten haben, weil wir haben ausgerechnet, also vorher habe ich dann auch eine schnelle Fahrt gemacht, bis zum vom nächsten Polizeiposten bis zu dieser Bank. Ihr wisst, die haben mehr als 5 Minuten und ich habe immer gesagt, nach 4 Minuten sind wir raus. Das hat wunderbar geklappt. Die 4 Minuten hat aber das Leben von dieser Familie komplett verändert. Ich will ein anderes Beispiel bringen. Ich war in Schembrach, nicht weit von da weg. Die Post, und da hatte es eine sehr mutige, stellvertretende Filialleiterin. Die war auch gerade 4 Arbeitszeit, die haben sich versammelt, um den nächsten Tag zu besprechen. Und ich dringe dann auch von ihnen her ein, sehe die Leute, sie sind alle schwer geschockt. Ich sage, sie sollen alle in den Ecken stehen. Ich habe sie bewacht. Mein Kumpel hat dann nachher alle Schubladen geleert. Und dummerweise sind wir ein bisschen zu spät gewesen, weil die haben immer einen Zeitschlösser. Wenn die Zeitschlösser die Tresore zugemacht hat, dann kannst du es nicht mehr auftun, sondern der geht erst am nächsten Morgen, am 7. Uhr wieder auf. Und jetzt haben wir nur Schubladen können leeren, das sind ein paar wenige 1000 Franken gewesen. Ich habe die Leute bewacht im Ecke, laufen also umeinander mit der geladenen Waffe. Und da steht aufs Mal die Filialleiterin vor mir her, etwa einen Meter, anderthalb Meter, zittert vor mir und sagt dann: Ich habe unglaublich Angst, dass Sie schiessen könnten. Aber bitte schiessen Sie zuerst auf mich, bevor Sie Mitarbeiter verletzen. Dann habe ich gesagt: Ja, wenn alle spuren, dann nachher passiert nichts. Sie soll wieder zurückgehen. Und sie ist nicht zurückgegangen. Sondern wenn ich so weitergelaufen bin, ist immer mir vor 1,5 Meter von meiner Pistole hergelaufen. Da habe ich mir gedacht, wow, die Frau, die hat echt Mut. Später, nach dem Gefängnis, habe ich dann mit dieser Frau ein Gespräch geführt und da komme ich dann nachher noch drauf. Ja, kommen wir noch drauf, genau. Also, ihr habt ein paar Banken ausgeraubt und das ist ziemlich heftig, wie man hört. Da sind Menschen involviert, es geht nicht einfach nur um Geld. Und so wie ich sehe, ist das gar nicht so lange gegangen. 1996 bist du verhaftet worden, bist ins Gefängnis gekommen. Kannst du uns ein bisschen aus dieser Gefängniszeit erzählen? Also du bist zuerst, glaube ich, in eine Einzelhaft gekommen, 1,5 Jahre. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, man muss sich vorstellen, wenn jemand kriminell ist und ins Gefängnis kommt, da gibt es zwei Abfolgen.
was Gefängnis heisst. Das erste ist eine Untersuchungshaft, wo alles abgeklärt wird, was man da gemacht hat, wie der ganze Rapport von den Polizisten wird zusammengenommen, was für Straftaten das man gemacht hat, das wird alles juristisch erfasst. Und dann wird das im Staatsanwalt übergeben und dann die Anklageschrift gemacht aufgrund der Straftaten, die wir dann gemacht haben. Also bei mir ist ja versuchter Totschlag, Geiselnahme, dann eben Bankraub und so weiter, Postraub, also bewaffnet, schwerer bewaffneter Überfall. Und da hat dann eine lange Abklärung gebraucht und der Untersuchungsrichter, der ist sich unsicher gewesen. Der hat gesagt, ja, den Mann muss man abklären, psychiatrisch abklären, weil wenn der gemeingefährlich ist, dann braucht er eine spezielle Form von Gefängnis, weil es gibt auch verschiedene Arten von Gefängnis. Es gibt einen offenen Vollzug, es gibt einen halboffenen und geschlossenen Vollzug oder Sicherheitshaft. Und da hat man dazu das psychiatrische Gutachten, hat dann, ja, meine Psyche so quasi erfasst, warum dass es zu diesen Verbrechen gekommen ist. Und der Psychiater hat meine Defizite aufgezeigt, dass ich nicht konfliktfähig war und gewisse andere Sachen, eben ein grosses Minderwertigkeitsgefühl. Und dann die schicksalshaften Verwicklungen mit der Ehe, mit dem Scheitern vom Geschäft, dass dann eben ich eine leicht verminderte Zurechnungsfähigkeit hatte. Und aus dem daraus war dann eben 12 Jahre Anklage, dann nach einer 9 Jahre Verurteilung wegen der leicht verminderten Zurechnungsfähigkeit. Untersuchungshaft muss man sich so vorstellen. Da kommt man zuerst in eine sogenannte Durchgangszelle, wo man so zwischen 1 bis 3 Tage ist. Und dazu mal ist die Zelle katastrophal. Also, das sind die Wände verkritzelt mit Namen und mit Strichen, wie viele Tage dass man dort drin war. Sogar ihre Namen haben sie graviert mit dem Feuerzeug, der Decke haben sie ihren Namen, ich war da und so weiter. Echt bescheuert. Und ich war das erste Mal in meinem Leben mit 33, 34 in einem Knast gewesen. Da habe ich gesagt, die haben ja alle einen Knall in der Schüssel. Und dann ist dann, das wahnsinnig Schlimme ist noch die Decke gewesen. Da hat es eine alte Militärwolledecke gehabt und die hat nach Kotzen und nach Pissen gestunken. Und hat Brandlöcher drin gehabt von Häftlingen, die geraucht haben und während dem Rauchen eingeschlafen sind. Also das war sehr, sehr gruselig gewesen. Mhm. Was aber der Gipfel war, ist dann nachher in der Zelle nebendran passiert. Da haben sie fast so gleich. Ein paar Stunden später, als ich dann dort eingebracht worden bin, in der Nachbarzelle, um 9 Uhr am Abend, haben sie dann einen eingebracht. Der war auf einem Entzug. Der war ein schwer heroinsüchtiger Mensch und der hat auf der Gasse hat er Cannabis verkauft, damit er sich den Schuss Heroin hat können leisten konnte. Und ja, bevor er den Heroin hat können ansetzen konnte, hat er das Cannabis an einen zivilen Verhandler angeboten und der hat dann nachher einen Klick gemacht, die Handschelle, und dann ist er in meine Nachbarzelle gekommen. Und wenn man sich vorstellen tut, dann ein Süchtiger, der auf kalten Entzug ist, der tobt. Der tobt wie eine wilde Sau. Und das heisst dann, ich mache das einmal ein bisschen vor, damit ihr einen Eindruck habt, wie lange das da geht. Also das ist dann ganz heftig. Das tönt dann so. Ich will raus! Rausgehen! Lass mich raus! Rausgehen! Ich will raus! 6 Stunden lang, bis um 3 Uhr morgens, bis ein Opferpsychiater gekommen ist und ihm dann Spritzen in den Arsch gegeben. Dann haben wir Ruhe gehabt. Aber das war noch nicht alles gewesen. Rundum schreien die anderen Knackis und sagen, heb die Schnarre, du Arsch! Wir reissen die Teile ab das nächste Mal, wenn wir dich sehen. Ich sitze da in meiner Zelle und denke mir, hey, was sind denn das für Psychos? Wo bin ich denn da gelandet? Und erst viel später ist mir dann bewusst worden, du bist nicht besser als die. Mhm. Du bist auch so ein Knalltüter, der solche Verbrechen macht. Mhm. Und das ist aber erst viel, viel später dann gekommen. Ja. Also kein angenehmer Ort. Du hast eine Begegnung gehabt, mit einem Gefängnispfarrer. Mhm. Das sind ja super Typen, oder? Pfarrer, also.
Nein, erzähl uns. Du hast so recht. Das war wirklich ein super Typ gewesen, aber erzähl doch. Bist du von dem Gefängnisfahrer? Ja, es ist ja so, wenn wir die meisten Gefangenen, wenn die hier kommen, die haben den ersten Druck, das Leben ist scheiße. Schicksal macht dich nur fertig. Ein Gott gibt es nicht. Der wird dir nicht zulassen, dass du so schöne Familie hast und dann kaputt gehst. Der ist schuld, dass der alles zulässt. Der hilft dir ja gar nicht. Was für ein Arsch ist das? Ich bin Vater. Ich würde meinen Kindern nie zumuten. Das sind so meine Gedankengänge. Also hier, alles, was ich ausgefressen habe, habe ich die Schuld dem Herrgott zugeschoben oder anderen Menschen. Und das ist eben auch so etwas. Menschen, die große Minderwertigkeitsgefühl haben in sich, da sind immer alle anderen schuld. Alle anderen sind schuld. Und jetzt kommt der Pfarrer Georg Schmucki, der Gefängnispfarrer, klopft an meine Zelle, stellt sich vor, ich bin der Gefängnisseelsorger, Georg. Und dann haben wir gedacht, okay, wieder einer, der mich missionieren will. Aber der hat etwas ganz Wichtiges gemacht. Der hat sich hingesessen und hat dann gesagt, Rudi, wie geht's dir? Und das war ein Türöffner gewesen. Und dann hat er gesagt, mir geht es schlecht. Ja, meine Kinder, habe ich gehört, die werden gemobbt in der Schule, die werden fertig gemacht, weil sie einen Papa haben, der ein Krimineller ist, der im Knast ist. Meine Kinder werden fertig gemacht durch die anderen Schüler. Und das ist so. Und ich bin im Knast, ich hätte ihnen nicht einmal helfen können. Ich habe den Scheiß gemacht und meine Kinder müssen darunter leiden. Das hat mich so fertig gemacht. Und da konnte ich ihm alles erzählen, dass ich meinen Kindern nicht helfen kann. Und dann habe ich mich erst recht als Versager gefühlt. Mhm. Und gleich, jede Woche ist er einmal zu mir in die Zelle gekommen und hat dann immer so Botschaften können mitgeben, die für mich am Anfang, ja gut, er ist Pfarrer, er muss von dem erzählen. Ja. Aber einen wichtigen Punkt hat er gesagt, weißt du, Rudi, es gibt ein ganz wichtiges Gesetz. Das heisst, was du säst, wirst du ernten. Du hast Gewalt gesagt, hast Menschen verletzt und jetzt hast du Staatsgewalt geerntet und bist im Gefängnis. Und jetzt musst du schauen, dass du das wieder umholen kannst. Versuch gut zu tun. Versuch irgendwie, der Herrgott gibt dir immer Chancen. Du bekommst Chancen und du musst dann entscheiden, ob du die Chancen wahrnehmen willst. Ich habe gesagt, hey, du hast einen Knall in der Schüssel, du Georg. Ich bin mit 120 Knackis da zusammen, einer spinnt mehr als der andere, was kann ich da gut machen? Geht doch nicht. Und er hat gesagt, hey, der Herrgott gibt dir Chancen. Pack sie. Und er hat gesagt, nein. Dann das Zweite hat er gesagt, es gibt keine Zufälle. Wenn man das Wort auseinandernimmt, zufallen, ist es ein gottgewolltes Zufallen. Es gibt immer Chancen, ist immer mit dem verbunden. Man sagt, ja, gut, hat auch mal noch erzählen, gell? So nach und nach ist mir es aber bewusst worden, dass der Herrgott mir immer Leute geschickt hat, wo man den Weg gekreuzt hat und mir dann aufs Mal weitergeholfen haben. Und jedes Mal sind es so blöde Christen gewesen. Einer war mir auffällig gewesen. Ich habe einen Sozialarbeiter bekommen, einen neuen, einen jungen Schnuffi. Das erste Gespräch ist so abgegangen. Ja, ich bin Sozialarbeiter. Und welch Wunder, ich war früher Pastor in Chur gewesen. Und er hat gesagt, aha, sind die Schäfli zu kurz brav gewesen und jetzt wollen wir ein bisschen mit den bösen Buben spielen. He? Dann haben wir ein bisschen geschmunzelt. Und der Mann hat mir aber sehr geholfen, weil der Zufall will es, dass er dann später Gefängnisdirektor geworden ist. Und der hat mir wahnsinnig geholfen. Der Georg Schmucki, der hat dann auch etwas erkannt, mein Pfarrer. Der hat gesagt, hey Rudi, ich helfe dir gerne, aber du musst etwas machen. Und zwar, du musst eine Therapie machen. Du hast ein ganz grosses Problem da drin. Du hast einen Hass in dir drin, eine Wut.
sind einer von den katholischen, also zwei katholische Todsünden, kann man sagen. Da musst du in den Griff bekommen, mach eine Therapie. Geh in eine Therapie und dich ab. Das von dieser Therapie ja. Kommen wir gerade noch. Ich will ganz kurz noch einen Einschub machen. Du hast auch ein Angebot gekriegt im Knast. Ah ja, kannst du das noch ganz kurz erzählen, bevor wir zur Therapie kommen? Das finde ich ganz spannend. Ja. Also man muss wissen, im Knast, das ist eine Quelle von Verführungen. Und da kommen wir über das Wort Zufall über. Weil wir, auch die dunkle Seite, die schafft an uns und die wollen uns verführen. Da hat es eine Zuhältergruppe gehabt und die haben dann erfahren, okay, da ist der Rudi, gell? Da kommt der hier, Kraftsprotz, Kampfsportler, ehemaliger Grenadier, der weiß, wie man mit den Knarren umgeht, Scharfschütz, ja, den können wir brauchen, aus dem machen wir einen super Zuhälter. Dann haben sie mich da gepfiffen an ihren Tisch zum Mittagessen. Dann haben sie mir ein Angebot gemacht. Er hat gesagt, hey, wir machen mit dir ein Top-Geschäft. Du kannst dich während der Knastzeit, wo du abhocken tust, kannst du dich sanieren. Du kannst all deine Schulden zurückzahlen. Ich sage, oh, okay, erzähl. Und er sagt, ja, aber du musst drei Gesetze befolgen. Ein Gesetz ist, du musst allen Frauen, die du überkommst, die musst du richtig dran nehmen. Wenn die nicht spuren, musst du sie abschlagen. Frauen sind das Mindeste, was dir als Mann passieren kann. Sie machen aus dir einen Hampelmann. Und das darfst du nicht zulassen. Und ich denke, ja, das stimmt. Meine Frau, während ich in den Knast war und wir eigentlich in der Trennung, aber noch nicht geschieden gewesen sind, hat auf meine Rechnung hat sie Haufen elektronische Artikel gekauft. Sie hat sich eine neue Wäschmaschine, einen neuen Spüler, Geschirrspüler und einen neuen Tumbler und alles, wie sie so teure Sachen gekauft, mehrere 10'000 Franken auf meinen Namen. Und meine Rechnungen haben sich gestapelt und ihr das nicht können zahlen, natürlich im Knast. Ich habe gesagt, ja, der Typ hat recht. Meine Ex, die tut mich ausnehmen wie ein Weihnachtsgans. Ich kann nichts machen. Und dann hat er gesagt, das zweite Gesetz ist, wenn sie nicht spuren, dann muss es richtig abschlagen. Das ist das erste Gesetz. Das zweite Gesetz ist, du musst eine heiraten. Dann haben sie ein paar Bildchen aufgezeigt, schöne Poline, jung, knackig, blond, vollbusig, alles, was mich am Smart ihrer träumst. Eine durch heiraten und dann geht ihr dann auf Zürcher Langstrasse anschaffen. Und du kannst dir ein Auto auswählen und jedes Mal, wenn du Urlaub bekommst aus dem Knast, gehst du auf Zürich, tust dort bei den Prostituierten das Geld zusammensammeln und bringst es mir und du hast dann davon einen guten Teil. Und von dem kannst du deine Schulden abzahlen. Ich sage, okay, gut. Und dann das dritte Gesetz, das Wichtigste vor allem, Liebe gibt es nicht. Liebe ist eben so ein mieser Trick von der Frauen, wo sie uns Männer einträufelt und dann werden wir abhängig von ihnen. Und er hat gesagt, ja, stimmt. Stimmt. Und dann habe ich ein Viertel ausgewählt und gesagt, weißt du, ich will da drüber schlafen einmal und dann mal schauen, was wir machen. Ich denke, gut, okay. Und dann kommt der Pfarrer Georg Schmucki und dann sage ich zu ihm zum Spass, hey Georg, du kannst eine Hochzeit organisieren. Ja, wie geht denn da? Dann habe ich ihm eben gesagt, ja, weißt du, der Zuhälter Ivo hat mir da ein super Angebot gemacht. Ich zeige ihm das Bildchen, schöne, hübsche Frau. Ja, und dann kann ich mich gerade sanieren. Und er dann, oh Gott. Oh Gott, hilf. Und dann erzähle ich ihm das, weißt du, und dann, die haben mich aufgeklärt, Liebe gibt es ja gar nicht. Das ist ein mieser Trick von der Frauen. Und er, oh. Ja gut. Nimmt er die Bibel führen und dann hat er gesagt, schau, ich könnte dir jetzt hunderte Stellen von der Liebe erzählen. Aber ich mache es jetzt nicht. Er hat die Bibel auf die Seite gelegt. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich kenne die Zelle vom Ivo und du kennst sie auch. Wenn du dort seine Wände anschaust, steht ein Haufen blutige Frauen dort. Vom Penthouse, Playboy und so weiter. Und jetzt schaue ich deine Zelle an. Ich sehe keine nackte Frau da.
Ich sehe Haufen Kinderbilder da. Ich sehe Zeichnungen, Briefe von deinen Kindern. Und jetzt, sag mir mal, was ist das, was dich mit den Kindern verbindet? Hä? Ja, Liebe. Und so hat er mich wieder im Boot gehabt. Und dann bist du in die Behandlung gegangen. Nein, dann bist, hast du eine Therapie angefangen. Oh ja, du. Und das ist ja auch wieder so ein Zufall, gell? Das war eine Herausforderung, ja, kann man sagen. Ja, ich und Seele geklemmt. Und ich habe gesagt, ich kriege das alles in den Griff über. Und er hat gesagt, komm, Rudi, geh. Und dann bekomme ich ausgerechnet eine Frau als Therapeutin. Frau Elisabeth Moser. Ja, nun, die liebe Frau Moser, die war eine taffe Frau. Und am Anfang, die erste Therapiestunde, ist da, wie man die Kindergeschichten erzählen tut und wie es dann zu diesen Delikten gekommen ist. Und dort war der Hund begabt. Wenn man Verbrecher wird, dann ist eben alles andere die Schuld. Dummer Zufall. Ja, halt am falschen Ort die falschen Leute gestanden und ja, Schicksal und so. Das sind so die Ausreden und ja, man steht nicht zu dem, was man macht. Und dann hat sie mal streng zu mir gesagt, Herr Sabo, jetzt stehen Sie mal zu dem, was Sie gemacht haben. Oder ich beweise Ihnen, dass Sie dazu mal eine feige Sau gewesen sind. Geht's in Ordnung? Was ist das für eine Scheiß-Therapie? Sie provozieren ja noch. Hä? Kompatore, ich könnte Ihnen eine packen und wie ein Frosch an die Wand knallen. Denn sie schaut mich, es war eine halbe Portion von mir, eine ganz zierliche Frau. Sie hockt da im Stuhl, schaut mich von unten her an und dann sagt, aha, wenn Sie so weitermachen, wenn Sie mit Gewalt drohen, ist das Ihr Leben, hä? Und ich habe gewusst, wenn ich der jetzt eins bache, sie geht vom Stuhl und ich im Bunker. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, ich will die Scheißtherapie nicht, das ist Schlampe, das ist nur Provoziererei. Und laufen raus zur Tür und sie ruft mir noch an. Und davor laufen tun sie auch noch. Und sie hat einen grässlichen Zürcher Dialekt, nichts gegen Zürcher. Nichts gegen Zürcher, ja. Aber sie hat wirklich einen richtig Zürcher Oberländer Dialekt gehabt. Ich bin dort rausgelaufen. Georg Schmucki kommt und dann sage ich, hey, du, die Schnepfe, die provoziert ja nur, zu der gehe ich nicht mehr. Blöde Scheißtherapie. Dann hat gesagt, weißt du, ich kenne Frau Moser schon über 10 Jahre. Wenn sie halt so Taktiken greift, dann bist du harte Nuss, bist ein sturer Sieg. Da muss man halt mal dran angehen. Er hat mich fast zur Therapietür schieben müssen. Und dann stehe ich da vor dieser Tür und er sagt dann, der Georg, komm, klopfen. Und ich da, oh. Hey, ich bin ja nicht gerade zart gebaut. Ich habe Angst vor der halben Portion gehabt. Und dann merken sie aufs Mal raus, durch die geschlossenen Türen raus, Herr Samer, kommen Sie hin, ich warte auf Sie. Dann bin ich hier gegangen und dann schaue ich zuerst einmal den schönen Boden an. Mit den Bildern an der Wand. Dann sagt sie, ich will eine Entschuldigung für Ihnen. Sie entschuldigen sich. Sie haben mal mit dieser Provoziererei, mit dieser feigen Sau angefangen. Und da will ich auch noch einen kleinen Hinweis einbringen, eine kleine Klammer. Wenn man kriminell unterwegs ist und eben ein heftiges Minderwertigkeitsgefühl hat, dann hat man ein sogenanntes selektives Hören. Und sie hat eben gesagt dazu mal, ich beweise Ihnen, dass sie dazu mal, wo sie die Verbrechen gemacht haben, eine feige Sau gewesen sind. Und ich mit meinem Verbrecherhirn höre nur, du bist eine feige Sau. Und dann in der Therapie hat sie mir dann das nochmal erklärt. Und dann hat sie gesagt, ich will eine Entschuldigung dreimal, weil ich da höre von Ihnen etwas. Das Erste, ich will nie mehr, dass Sie mir Gewalt androhen. Dann gehe ich gerade zum Gefängnisdirektor und Sie kommen in ein Hochsicherheitsgefängnis. Das Zweite ist,
Sie haben mir Schlampe gesagt. Geht es Ihnen eigentlich noch? Da tun Sie jede Frau tun Sie auf ein sexuelles Objekt aber degradieren. Geht es in Ordnung? Ich bin verheiratet. Ich bin mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet und bin meinem Mann treu. Und ich ausscheibe. Schon wieder so ein Christ. Und das Dritte war, für was machen wir diese Therapie? Da will ich mit ihnen jetzt abmachen, was ist das Ziel dieser Therapie? Und das war klar. Das Ziel ist, dass ich meine Aggressionen in den Griff bekomme. Naja, die Frau hat mir dann nachher geholfen. Ich bin 4 Jahre lang freiwillig zu ihr in die Therapie gegangen. Und sie hat mir geholfen, mein Leben, mich, meine eigene Psyche in den Griff zu bekommen, meine Minderwertigkeit in den Griff zu bekommen. Können das ausgleichen. Mein Temperament habe ich immer noch ein bisschen, aber es hat mir geholfen, aus mir etwas zu machen. Mhm. Und das ist eine der schwersten Arbeiten, die es gibt. Man kann Schlösser bauen, man kann alles, man kann einen Berg abbauen, wieder woanders aufbauen, aber an sich selber arbeiten, das ist die schwerste Bürde auf der Welt. Mhm. Und dieser Frau habe ich es dann zu verdanken, dass ich meine Zukunft an euch lenken konnte. Dank dem Georg Schmuck in dem Gefängnisfahrer. Also du hast dich verändern. Und jetzt kommst du irgendwann aus dem Knast raus. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf das 5-jährige Mädchen. Du bist hier auf dem Bild mit dem Vater von dem 5-jährigen Mädchen. Mhm. Was ist mit dem 5-jährigen Mädchen passiert? Darf ich ganz kurz zu dem einen... Gut. Das war der Filialleiter, der vom zweiten Überfall mit dem kleinen Mädchen, genau. Ich habe nach dem Gefängnis, also während der Therapie, haben wir vor allem, hat mich Frau Moser, meine Therapeutin, darauf vorbereitet, dass man Opfer-Täter-Gespräche macht, damit man sich für die Taten, auch wenn sie so brutal und primitiv sind, dass man sich entschuldigen tut. Und das auf einer ernsthaften Ebene. Und da ist der Vater dann auf dem Bild, wo ich das gemacht habe. Und er hat mir dann nachher erzählt, wie es der Familie ergangen ist, nach dem Überfall. Das Mädchen, wie gesagt, war 4 oder 5-jährig, hat ab dem Zeitpunkt keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Sie hat nur noch flüssige Nahrung oder Breinahrung gegessen. Sie hat das mitgetragen bis in die Pubertät. In der Pubertät ist die Magersucht so derart schlimm geworden, dass sie fast daran gestorben ist. Sie hat dann in eine psychiatrische Einrichtung müssen, die spezialisiert war auf Magersucht. Sie hat dann das überlebt, hat dann als junge Frau eine KV-Lehre gemacht. Denn die Partnerschaft zwischen den beiden hat dann auch heftige Krise gemacht, aber sie haben dann eine Paartherapie gemacht, weil die Frau hat eigentlich nicht mehr wollen, dass er dort arbeiten geht, weil sie das so schrecklich empfunden hat, das, was ich ihr und ihrem Kind angetan habe. Er hat dann auch meine Entschuldigung so weit können annehmen. Er hat gesagt, weißt, wenn meine Kinder nicht gesehen wären, ich hätte verzeihen können, aber ich kann jetzt deine Entschuldigung annehmen. Und wir haben dann bis vor 3 Jahren haben wir miteinander, habe ich ihn gefragt, ob er bereit wäre, mit mir zusammen ins Gefängnis zu gehen und mit Inhaftierten, die ähnliche Delikte gemacht haben, mit ihnen reden würde, erzählen würde, was ist ihm passiert als Opfer und seiner Familie. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit daraus geworden. Mhm. Der andere Fall, den ich noch erzählt habe, werde ich auch noch gerade einfügen. Bei dieser Frau habe ich auch einen Brief geschrieben, dass ich mich entschuldigen möchte. Und dann habe ich noch eine gute andere Frau gefragt, die ist Präsidentin von der Opferhilfe St. Gallen. Ich habe sie gefragt, ob sie mich begleiten könnte. Und dann hat sie mitgemacht. Und welch Wunder, auch diese Frau, die ist im Kirchenratsmitglied von der evangelischen Kirche drin gewesen. Habe mich schon inzwischen daran gewöhnt. Und dann nachher sind wir dann ins Gespräch gegangen. Dann ist die Frau ich kam mit ganz spastischen Bewegungen, krüppelt.
schaut mich mit strengen Augen von unten her auch an. Und ich habe mir gedacht, okay, die hat einen Unfall gehabt oder irgendetwas, gell? Dann fängt sie an zu erzählen. Nach dem Überfall hat sie gemerkt, das war ja ein Dienstag, dass sie muss noch organisieren muss, dass Mitarbeiter ersetzt werden, weil viele sind schockiert und traumatisiert gewesen, dass am nächsten Tag neue Mitarbeiter die Filiale weiterführen können. Und sie hat durchgearbeitet. Bis zum darauffolgenden Samstag hat sich da so beschäftigt, hat sich auch in dem Sinn mit dem ganzen Hergang von der Tat nicht gross befasst. Und am Samstag, wo sie da am Abend Gäste erwartet hat, ist sie mit ihrem Mann am Kochen. Und da kommt alles auf. Und dann sagt sie, weißt du, ich habe so Angst gehabt, dass der Mann schiesst. Und ich habe so zittert innerlich, aber trotzdem habe ich mich gezwungen, dass ich immer vor seiner Pistole herlaufen tue, damit er nicht andere verletzen kann. Und wo sie da erzählen tut, sagt sie dann auch, mir wird ganz schlecht. Und sie ist bleich geworden, ist auf einmal auf den Boden runtergesackt und bewusstlos am Boden gelegen. Der Mann hat sich um sie gewiegt, hat gemerkt, sie schnauft noch, hat dann die Sanität angerufen und sie ist dann nachher ins Spital gekommen. Dort haben sie festgestellt, dass sie einen Hirnschlag erlitten hat und als sie dann ein paar Tage später aufgewacht ist, ist sie 3/4 vom Körper gelähmt gewesen. Wo sie mir dann das erzählt hat und ich da am Tisch sitze, merke ich, hey, du hast die Frau nie angelangt, du hast nicht geschossen, aber du bist schuld, dass die Frau den Rest von ihrem Leben krank, eine behinderte Frau ist. Und dann hat sie mir das auch gesagt, ich habe sie gehasst. Ich habe sie gehasst für das, was sie mir angetan haben. Ich habe eine schwere Depression bekommen. In den Jahren, wo sie im Gefängnis war, habe ich eine harte Therapie gemacht, dass ich jetzt so einlaufen kann. Als schwerstbehinderte Frau. Aber ich habe keinen Sport mehr treiben. Ich kann nicht mehr in die Ferien gehen. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin gefangen in meinem Körper. Sie haben jetzt ihre Strafe abgehockt. Sie können jetzt frei rumlaufen. Aber ich habe dann einen Spitalpfarrer kennengelernt. Und der hat mir gesagt, ich soll loslassen und mir es verzeihen als Täter. Sie hat sich heftig dagegen gewehrt und hat gesagt, der ist schuld, dass mein Leben kaputt ist. Den Rest vom Leben bin ich eine schwer behinderte Frau. Jetzt, der Spitalpfarrer hat meinen Gefängnispfarrer kennt und hat erfahren, dass der Rudi auch einen Wandel durchgemacht hat. Und dann hat er das ihr erzählt und darum ist sie dann an das Gespräch, nachdem ich ihr geschrieben habe, ist sie an das Gespräch gekommen. Dann hat sie mir gesagt, wissen Sie, ich kann Ihnen von tiefstem Herzen immer noch nicht verzeihen. Weil mein Leben ist kaputt. Aber ich will es versuchen, mit dem Kopf zumindest. Und er hat meine Hände genommen und hat gesagt, ich probiere es aus Verstand aus, Ihnen zu verzeihen. Und ich bin, bam, das war wie ein Ohrfeiger, ein Fußschlag. Dieser Frau habe ich das Leben zerstört und die verzeiht mir. Ich bin nicht fähig gewesen, anderen Menschen zu verzeihen, meiner Ex-Frau, dass sie fremdgegangen ist, mein Vater, der mich x-mal verprügelt hat. Aber dieser Frau habe ich das Leben kaputt gemacht und sie sagt mir jetzt, ich verzeihe ihnen. Ich bin fix und foxy aus dem Gespräch raus. Weil es ist ja eigentlich der elementarste Teil, wo der Jesus ja uns mitgegeben hat. Verzeiht einander. Das wäre gerade meine nächste Frage. Also, du hast hier Vergebung erlebt, ein Stück weit ausgesprochen gekriegt. Aber wie bist du mit deiner eigenen Schuld umgegangen? Ich glaube, dort ist dir ja bewusst worden, was du dem Mädchen angetan hast, wo ein Jahrzehnt massiv gelitten hat. Sie ist dann später jetzt Polizistin geworden und verknackt solche wie dich. Ja. Das ist ein Stöpfchen von mir. Aber wie bist du mit deiner eigenen Schuld umgegangen? Was hast du da erlebt? Ja. Darf ich ganz ein bisschen ausholen? Bis, ja. Weil, ihr verzeiht mir, wenn es ein bisschen länger geht, aber damit ihr zusammenhängt, seht, was Saat und Ernte ist, wo ich am Anfang ja zuerst gemeint habe, der schnarrt ja nur. Kannst du vielleicht das Bild tun, wo drauf steht, wo ich mit meinen Händen Gitterstäbe habe? Ja, genau. Papi, wenn kommst du heim?
Das habe ich während meiner Untersuchungshaft geschrieben, weil meine Kinder sind einmal vor dem Gefängnis gestanden und haben nicht mich dort besuchen, haben aber gesagt zu mir, Papi, wenn kommst du heim? Das war auch die Zeit, in der sie gemobbt worden sind in der Schule. Und ich ihnen nicht helfen konnte. Und da habe ich das Bild dann gemalt. Unter Tränen habe ich das gemalt, weil ich meinen eigenen Kindern nicht helfen konnte. Und da hat dann der Pfarrer Georg Schmucki gesehen und hat gesagt, hey, das Bild nehmt mir als Spendeaufruf für Familien, die in finanzielle Not geraten sind. Und tatsächlich, das Bild ist dann bei dieser Kommission durchgekommen, ist mehrere hunderttausendfach verteilt worden. Und da hat es einen Geschäftsmann gegeben, der hat das Bild ganz besonders gefallen. Der hat gesagt, hey, das Bild will ich kaufen. Er hat dann, ich verkürze jetzt das alles Ganze, hier das Bild nicht können verkaufen, hat das aber ihm ausgelehnt für eine Vernissage, wo er in Vaduz Offenheit. Er war ein Fürstentum Liechtensteiner, ein sehr vermögender Geschäftsmann. Der Geschäftsmann hat mir dann 3'000 Franken und mehr geboten für das Bild, aber ich habe gesagt, das kann ich nicht verkaufen. Das hat mit meinen Kindern zu tun, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich habe dann aber später dann können sagen, anschreiben, weil ich bin kurz vor der Gefängnisentlassung war und ich habe keinen Bock mehr auf den Bau zurückzugehen. Ich habe aber eine Chance bekommen, eine journalistische Ausbildung zu machen, hätte aber eine Journalismusschule machen müssen. Da schreibe ich ihn an und frage, würden Sie mir ein Darlehen geben, weil keine Bank gibt mir ein Darlehen. Könnten Sie mir ein Darlehen geben, damit ich die Ausbildung machen kann? Er hat mit dem Gefängnisdirektor geredet. Der Gefängnisdirektor hat gesagt, der Rudi, das ist ein sturer Grenadier. Aber wenn der ansagt, der zieht das durch bis Z, das glaube ich ihm. Dann hat er mich eingeladen auf Triessenberg, hat den Vertrag angelegt und darauf ist gestanden, Affront perdu. Französisch hatte ich einen Fensterplatz gehabt, dummerweise. Und dann frage ich ihn, was heisst das? Und dann sagt er, nicht rückzahlbar. Ist abgeschrieben. Ich, boah, wieso machen Sie das? Und dann sagt er, wissen Sie, der Gefängnisdirektor, der hat immer viele gute Sachen erzählt. Der hat erzählt, dass Sie sich im Gefängnis für Wiedergutmachung eingesetzt haben, dass Sie Katastrophenschutz bei einer Überschwemmung, bei dem Sturm Lothar, haben Sie alles aus dem Gefängnis organisiert, dass man diesen Leuten hilft. Das haben Sie organisiert und ich glaube, alles Gute an Ihnen, darum helfe ich jetzt Ihnen. Ich gehe dann zurück mit dem Fakult ins Gefängnis und der Georg Schmucki kommt und sagt mir, hey, ich habe eine Zukunft. Wenn ich aus der Kiste rauskomme, kann ich neu anfangen. Ich kann sogar eine Ausbildung machen. Und er sitzt da auf mein Bett an und lächelt mich an und dann sagt er, siehst du, das ist Saat und Ernte. Und da ist es mir bewusst geworden, wie real das alles ist. Und jetzt kommen wir nochmal auf deine Frage zurück. Mhm. Weil ich das müssen alles erklären, weil sonst kann man die ganzen Zusammenhänge nicht sehen. Ganz gezielt nochmal, nicht, dass ich zu viel aushole, nochmal deine Frage. Ja, wie bist du mit deiner Schuld umgegangen? Ah ja, du richtig, hast ja den Kreuzweg genau. Bist gegangen. Also ich habe dann nachher zuerst die journalistische Ausbildung können machen. Ich habe dann auf 2 Jahre auf dem geschafft, habe dann sogar eine Anstellung beim Fernsehen gehabt, habe dann dort aber dann ein Rückenproblem bekommen, eine schwere Rückenoperation. Habe dann 2 Jahre lang nicht mehr können laufen, habe eine Thrombose bekommen, Lungenembolie, alles Schlimme. Und da habe ich wieder mit Gott gehadert, wieso? Und dann kommt dann ein Diakon auf mich, der hat mich immer engagiert zu der Jugendarbeit. Und der hat mir gesagt, hey Rudi, mach doch eine pädagogische Ausbildung. Du kannst so gut mit den jungen Leuten, mach doch das. Und so bin ich dann wieder dran angekommen. Wieder ein Christ hat mir gesagt, hey, wir finanzieren das. Weil ich habe über 500.000, also 630'000 Stulden kann ich gehabt. Ich hätte nie mehr das leisten können. Ich war einmal auf der Bank, da habe ich so einen Schlipsträger kennengelernt, wieder einmal, ganz ein junger Schnösel. Ich war offen und ehrlich und habe ihm gesagt, hey, ich war kriminell früher, aber bin jetzt auf einem guten Weg und brauche eine Chance. Und der, ja,
Das ist so spannend, Ihre Vergangenheit. Und ich finde das so einen guten Weg. Aber wissen Sie, ein ehemaliger Bankräuber ist nicht kreditwürdig. In Gedanken. Ich bin rausgegangen. Und was ist? Ich begegne wiederum einem Christ, der sagt, ich glaube an Sie, wir finanzieren das. Ich konnte die pädagogische Ausbildung machen. Und dort habe ich einen Zusatzlehrgang als eben Anti-Aggressivitätstrainer gemacht. Und in dem Ausbildungslehrgang war ausgerechnet wiederum ein Pastor gewesen, von der Krishona, ein Jugendpastor. Und der hat dann nachher meine erste Anstellung gegeben. Und er hat dann aber gemerkt, dass ich ein Problem habe. Und zwar, dass ich mir selber nicht verzeihen kann. Ich kann mir nicht selber verzeihen, dass ich einem kleinen Mädchen einen so einen schweren Schreck gemacht habe, dass ich ihr eine Waffe an die Schläfe gehalten habe, die geladen war, und das Mädchen dann 20 Jahre lang darunter gelitten hat. Ich kann mir das nicht verzeihen. Meine Kinder waren im gleichen Alter wie das Mädel. Wenn das einer mit meinen Kindern gemacht hätte, dann wäre er wieder freiwillig ins Knast gegangen, aber der Typ wäre tot gewesen. Ich habe mir nicht können verzeihen, den Monster, der in mir drin gesteckt hat. Das Monster habe ich nicht können verzeihen in mir. Aber es ist ein Teil von mir. Und dann hat er mir ein Angebot gemacht. Er hat gesagt, weißt du was, wir machen miteinander den Christusweg. Und ich habe dann gesagt, hey, das ist doch ein typisch katholisches Ding. Und gesagt, nein, aber der Kreuzweg hat auch für uns Evangelikalen hat einen ganz tiefen Sinn. Und dann hat er daraus eine Meditation gemacht. Wir haben gebetet dazu und haben die einzelne Station von dem Kreuzweg, wo der Jesus durchgemacht hat, durch. Wir sind fast 2 Stunden da dran gewesen. Bis zum Schluss, wo wir dann auf dem Hügel Golgatha stehen, wo der Jesus gekreuzigt worden ist. Und dann sagt er, und jetzt wirst du bist der Verbrecher, der gekreuzigt wird und neben Jesus hängt am Kreuz. Ich war tatsächlich der gewesen. Ich habe mich gefühlt wie der Verbrecher, der am Kreuz hängt. Und in der Bibel steht ja drin, da sagt dann der eine Verbrecher zum anderen, hey Jesus, du nennst dich der König der Juden und jetzt kannst du dir nicht einmal selber helfen. Und da sage ich zum anderen Verbrecher, von uns drei ist er der Unschuldige. Wir zwei sind die Schuldigen. Ja, und da sagt dann der Jesus dann zu uns, folget mir nach und ihr werdet am Abend mit mir im Paradiese sein. Und in dem Moment ist mir alle Last, die ich als Monster gemacht habe, abgefallen. Der schwere Rucksack, den ich permanent mir getragen habe, das war wie weg gewesen. Vorne hätten wir alle möglichen Leute können sagen, du musst nur alles in Jesus anlegen, dann bist du befreit von deinen Sünden. Ich habe es nicht, im Kopf habe ich das nicht können. Aber in dem Moment hat Jesus mir das Herz öffnen. Und das beschäftigt mich jetzt noch, das berührt mich jetzt noch in dem Moment. Das war eine Befreiung. Eine unglaubliche Befreiung von meiner Schuld. Ich war ein Monster. Und ja, da habe ich gemerkt, wie real dass der christliche Glaube und dass der Jesus in uns kann, in unserem Herzen kann wirken. Und seitdem her bin ich ein bedingungsloser Jünger geworden. Auch wenn ich manchmal ein bisschen fluche, weil etwas nicht so läuft, wie es geht, dann bin ich halt immer noch das Temperament. Aber ich weiß, ich finde immer noch an dem Jesus zurück. Ich habe einen Bibelvers vorbereitet, der ganz gut zu dem passt. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Also du hast erlebt, wie Jesus dir vergibt. Ich meine, das Ganze ist passiert, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Und gleich ist es so eine Befreiung, wenn man den Rucksack ablecken kann, den du beschrieben hast, und einfach der frei sein. Und das ist etwas Unglaubliches, etwas Gewaltiges.
Und Rudi, ich möchte dir einfach ganz herzlich Danke sagen, dass du hier gekommen bist und einfach deine Geschichte erzählt hast. Und ich glaube, wir haben ganz vieles mitnehmen von seiner Kindheit her, wie du das erlebt hast. Und wie über all die Etappen so eine Linie drin ist. Zum einen die Linie von der Gewalt und auf der anderen Seite die Linie von Menschen, die an Jesus geglaubt haben und wo dir Gott immer wieder in, ich sage es jetzt bewusst mal, in den Weg gestellt hat. Ja. Also das finde ich etwas Gewaltiges. Und ich wünsche dir einfach weiterhin für dich alles Gute. Ja. Ich finde es gewaltig, ganz kurz, ich finde es gewaltig, ermutigend zu hören, wie Jesus dich hat können verändern, wie Jesus aber auch bei den Opfern hat können Veränderung herbeiführen. Das finde ich sehr ermutigend. Danke vielmals. Ich möchte die Band bitten, dass ihr euch schon mal bereit machen. Es gibt ein bisschen Hintergrundmusik, wir werden noch ein bisschen weiterreden. Ja, bitte jetzt. Okay, gut. Tun wir es. Du hast noch etwas sagen, ganz so, kurz, also, eine Botschaft will ich euch einfach mitgeben. Wir alle, die sagen wir mal, die Chance bekommen, gewisse Lebensereignisse zu bewältigen, gerade auch mit der christlichen Kraft, da sind wir alle Jünger. Wir sind wir da vorne, wir sind nichts Besseres. Ihr alle sind auch, wenn ihr da rausgeht aus den Türen, sind ihr alles Jünger. Ihr werdet das Schicksal erleiden, ihr werdet das Schicksal können bewältigen. Und mit dem könnt ihr auch eine Botschaft weitertragen. Ich habe auch etwas, ich habe eine Biografie, eine Chance bekommen, eine Biografie zu schreiben, für einen christlichen Verlag. Ihr könnt das Buch kaufen für 30 Franken. Ich habe 10 Exemplare mitgenommen. Ich bin heute tätig als Ranger, als Streetworker, wo ich mit Suchtbetroffenen, Kriminellen und Obdachlosen zusammenarbeite. Und davon gehen 10 Franken für die Leute zugute, wo ich dann vor allem, wenn sie mit, ich nehme mal einen grossen Grill mit und dann tue ich für die Randständigen, tue ich Grillfleisch, Gemüse, Salat finanzieren, wo dann denen zugute kommt. Und so kann ich dann auch wieder etwas denen Menschen geben, wo mir als Chance gegeben worden ist, dass ich auch einen guten Weg machen kann. Und danke euch vielmals, dass ihr da gewesen seid. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, ich bin ja kein Bankräuber. Aber ich glaube, dass jedem von unserem Leben auch Schuld gibt. Versagen, wo wir andere Menschen verletzt haben, aber vielleicht auch gerade andere Menschen uns verletzt haben. Und der Paulus schreibt in der Bibel, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Der Paulus redet von einer Kraft, die man erfahren kann durch Jesus Christus. Eine Kraft, die uns hilft, den Rucksack abzulegen, wo alle von uns mittragen. Ein Rucksack, der uns belastet. Aber auch eine Kraft, die uns frei machen kann von dem, wo Menschen an uns schuldig geworden sind, wo Menschen uns verletzt haben. Und das finde ich etwas vom Gewaltigsten. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich möchte die Kraft erleben. Ich möchte Vergebung können in Anspruch nehmen oder ich möchte anderen Menschen vergeben. Vielleicht treibst du jemandem schon ewig lang etwas hinten rein und wirst das nicht los. Und der Rudi und ich werden einfach noch beten. Und wir werden beten, dass du die Kraft von Jesus kannst erleben. Und wenn du dazu auch noch Fragen hast und vielleicht einfach auch das erste Mal überhaupt auf die Kraft von Jesus möchtest du vertrauen, Jesus möchtest du in dein Leben einladen. Kannst du das auch heute Morgen machen? Kannst du das Jesus sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte deine Kraft und deine Veränderung erleben, wie du mein Leben kannst heil machen. Und Rudi wird auch im Anschluss an den Gottesdienst noch bereit sein, um Gespräche zu führen. Ich habe leider ein Taufseminar, das ich noch gerade halten werde. Aber er wird da sein, einfach auch für Gespräche. Geht auf ihn zu. Und Rudi, darf ich bitten, dass du noch für uns betest und ich werde dann den Abschluss machen. Lieber Vater im Himmel, lieber Bruder Jesus,
Ich danke dir, dass ich da ein Werkzeug von dir sein durfte, eine Botschaft übermitteln konnte, von der Liebe, von der Hoffnung und vom Glauben, wovon aber die grösste die Liebe ist. Die Liebe zueinander, wo wir uns einander stärken können, das soll dann auch zu uns führen, wenn wir dann ans Lebensende gehen. Und ich danke dir, dass wir da in dieser Gemeinschaft zusammen sein können und dass wir da als Brüder und Schwestern dürfen auseinandergehen und deine Botschaft dürfen weitergeben. Ich danke um deinem Segen. Amen. Amen. Ja, Vater, ich möchte dir danken sagen, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast und dass wir durch dich, Jesus, dürfen Vergebung erleben und können auch Vergebung aussprechen. Und ich möchte dich bitten für jedes Einzelne, das jetzt hier ist, das vielleicht an dem Punkt am Kämpfen ist, wo merkt, ich trage schon lange jemandem etwas nach, wo dieser Person vielleicht nicht einmal bewusst ist. Aber ich möchte frei werden. Ich möchte frei werden von dem Belastenden, wo du siehst, wo ich vielleicht selber schuldig geworden bin an anderen. Jesus, ich möchte frei werden. Befreie du mich. Lass mich deine Kraft erfahren und verändere du mich. Lass mich ausbrechen aus dem Saat- und Ernteprinzip und dir nachfolgen. Komm du in mein Leben, Jesus. Um das wollen wir dich bitten. Danke vielmals.